Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Dinkum. Der Briefkasten nervt. Dann wollen wir den Briefkasten mal lösen, bevor er sich einen abwinkt hier. So. Letzte Folge haben wir Rain als neue Bewohnerin auf die Insel bekommen. Und ich habe jetzt diesen einen Tag habe ich übersprungen, weil da habe ich noch so ein bisschen Tagesaufgaben gemacht und Sachen gesammelt. Von daher habe ich gedacht, ja, dann haben wir das auch. Dann ist der, ist praktisch die, das Gewächshaus von Rain ist fertig. Das steht jetzt hier, das freut mich natürlich sehr. Dann war ich Sachen am Sammeln und eine Aufgabe der gestrigen Tagesquest war zum Beispiel Käfer zu sammeln. Habe ich ja noch in der Tasche. Die werde ich jetzt gleich mal abgeben bzw. verkaufen. Bzw. einlagern, je nachdem, ob jetzt vielleicht jemand von den NPCs dann irgendein Tier haben möchte. Aber erstmal die wichtigen Sachen des Tages. Dann habe ich zur letzten Folge habe ich ja damit beendet, dass ich gesagt habe, ich sammle Palmholz. Da habe ich praktisch meinen Palmvorrat habe ich hinter dem Haus da hinten umgesetzt. Also hinter dem, hinter Johns Haus. So, ganze Sätze bilden. Und habe auch wieder neue angepflanzt. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das reichen müsste. Also von den großen Eiern haben wir ja auch richtig viel. Ne? Da können wir mal langsam, können wir den Kram auch mal essen. Also, dass wir den verbraten oder verkochen. Mal schauen. 8 Uhr, John müsste da sein. Und zwar, was wir heute kaufen werden, denn ich würde den Weg zu Rain gerne auf oder umbauen. Erstmal drehen wir eine Runde. Brauchst du was? Ein Stinkbug habe ich hinterm Haus stehen. Null Problemo. Ein Stinkbug, das müsste der hier sein. Da würde ich mir wünschen, dass es irgendwie dran steht. Hier, John. Das ist für dich. Ja, habe ich gefunden. Was, eine Chefjacke? Ist das so eine Kochjacke? Das sieht mit einer Kochjacke aus. Ich kann Koch werden. Nice. Das ist ja schick. Cool. So, die Libellen. Jetzt habe ich hier... Wo sind denn die Libellen? Das sind Grashüpfer. Das ist ein Fliege. Das müssten die... Ne, das sind Schmetterlinge. Habe ich gar keine Libellen mehr? Ne, dann habe ich die... Habe ich die wahrscheinlich schon längst abgegeben oder verkauft. Dann haben wir noch eine Grille. Aber ein Grashüpfer meine ich. Ich glaube, das müsste... Ne, sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche. Das ist gut. Aber somit haben wir eine große Auswahl. Und dann diesen komischen orangenen Käfer. Das müsste... Seid ihr das gleiche? Ne, der eine sieht gelb aus, der andere orange. Das ist einfach nur der Winkel. Weiß man nicht. Gut, wie auch immer. So, wir haben eine Chefjacke. Wir können nicht kochen. Das ist ja cool. Ich habe mich die ganze Zeit so nackt gefühlt ohne eine Kochjacke. Und hier ist die Kiste bald voll. Wir müssen auch mal hier drin was machen, ne? Die Singlebude. Hier eine Couch habe ich geschenkt gekriegt durch eine Aufgabe. Naja. Gut. Erstmal zu John. Nämlich dort die Schubkarre kaufen. Die hätte ich gerne. 30.000 nehme ich. Ein Schnabber. So, Schaufel haben wir noch, oder? Ja, die ist noch gut. Dann haben wir die Schubkarre. Die stelle ich schon mal hier vorne hin. Hier werden wir nämlich ein bisschen Terraforming hier hinten betreiben. Ich überlege noch, ich glaube, ich werde hier die Erde abtragen, dass der Weg eins höher ist. Und dann Moraine wieder hoch. Also von daher setze ich die mal dahin. Wir sind stolzer Besitzer einer Schubkarre. Was ein schönes Modell das ist, wa? Ich finde ja. Also, kann man anbieten. So, das machen wir aber gleich. Jetzt müssen wir, die Hühner haben wir versorgt, ne? Hühner haben wir versorgt. John seine Aufgabe erledigt. Dann reden wir nochmal mit Fletch. Ob die noch eine Aufgabe für uns hat.
Brauchst du irgendwas, Fletch? Right Eggs, ja? 5000, absolut. Kannst du haben. Ich bringe ja noch mehr Eier. Also dann das ist echt das geringste Problem. Cool. Rain ist da. Rain können wir fragen, wie es ihr geht auf der Insel, oder? Ich meine, sie ist ja gerade erst angekommen mit ihrem schicken Gewächshaus. Na? Good day. Ich freue mich sehr, dass du eingezogen bist. Brauchst du denn irgendetwas? A Blue habe ich, mache ich. Cool. Dann machen wir die Aufgabe noch fertig. Dann gucken wir noch an die Tafel, was hier für schicke Aufgaben dran sind. Und dann ist doch schon mal alles gut. Blue. Bist du hier, Blue? So doch, oder? Den sie haben wollte. Jetzt gucken wir ganz schnell hier mal rein, bevor ich mich hier verhaspel. Blumen und Butterfly, ja. Von hier so offen getragen, ne? Hi. Ich hab ein Schmetterling für dich. Bitteschön. Was kriege ich jetzt von ihr? Eine rote Lavalampe. Die passt perfekt auf meinen Tisch. Auf meinen Korbtisch in meiner Single-Bude. Obwohl, die stelle ich hier neben das Bett. So. Ja, habe ich wenigstens ein kleines Nachttischchen. So. Cooking. Milch haben wir nicht. Den Alpha Devil. Oh, ich wollte doch heute umbauen. 3 Tage Zeit haben wir. Sollen wir jagen gehen? Wir haben ja noch relativ früh. Ja, mach ich. Für 33.000 können wir nämlich bald die Sachen abzahlen. Haben wir schon einen Eisenspeer? Oder können wir schon einen Eisenspeer herstellen? Jo. Palmwood und Iron Bar. Dann. Nice. Cool. So, dann machen wir auch später dann das Gelände mit hübsch. Jetzt lasse ich mich schon wieder ablenken. Eigentlich wollte ich heute bauen. Ich habe extra die Schubkarre gekauft. Naja, gut. So. So, wo ist er denn? Komm, dann machen wir das noch schnell. Alpha, der... Oh, nee, da hinten. Ach, so weit weg. Das ist doch wieder ein Tagesausflug bis dahinter. Wir haben 3 Tage Zeit, ne? Das können wir auch am nächsten Tag machen, den Alpha Devil. Ach genau, ich war hier hinten unterwegs, das war die Aufgabe, da musste ich von diesen Flaschenputzerflaschen sammeln und dann habe ich noch einen Funkturm gefunden hier, by the way. Aber das ist mir jetzt echt zu weit weg. Wir haben ja mehrere Tage Zeit, das machen wir am nächsten Tag. Das ist alles gut, den Hai lassen wir leben. Wir fangen jetzt erstmal an. Oder wir machen das Schaufeln am nächsten Tag. Nein, nein, wir machen das jetzt. So, wie geht das? Jetzt kann ich hier mehrere... Hä, wie funktioniert das? Muss ich da ran oder was? Ah ne, jetzt ist drin. Ist auch gar nicht laut. Irgendjemand hat gesagt, dass der Boden, der hat ja hier so Wellen, ne? Dass an der Stelle Erze spawnen normalerweise. Aber nicht, wenn ich hier 5-mal umsiebe. Tja, guten Morgen. Da hat mein Umwälzen von Erde doch ein bisschen länger gedauert. Also, großer Tipp an die, die mit dem Controller spielen. Ich hatte immer wieder Probleme beim Buddeln, dass ich so einen doppelten Buddler ausgeführt habe. Weil ich praktisch am Controller R2 genutzt habe. Also beim Autorennen, wo man Gas gibt. So, ist am besten zu beschreiben. Nutzt X, ist leichter. Ich habe mir echt einen Ast abgebrochen mit der Schubkarre. Also mit der Schubkarre ist gut, aber das Reinschaufeln in die Schubkarre hat länger gedauert und unnötiger gedauert, als es notwendig war. Also hier steht sie.
ist gefüllt mit Erde und ich habe ein bisschen Platz gemacht. Also ist nicht viel geworden, aber ich habe wirklich die Nacht gebraucht, weil ich mich zu doof angestellt habe. Egal, der Platz ist frei, den machen wir für Tiere und hier hinter kommt ein Zaun. Was wir jetzt mal machen müssen, ist unser Feld ändern, denn wir haben ja... Achso, was ist unsere Devil-Aufgabe? Die geht nur noch 2 Tage, ne? Nee, die Zeit ist früh. Die Zeit ist früh. Wow. Der Tag ist jung. Die Mücken zwicken. Es ist die beste Zeit zum Teufeljagen. So. Das Essen haben wir dabei. Und ich würde sagen, wir werden uns direkt... Ja, wir begeben uns erstmal zum Teufel. Hühner und so machen wir, können wir auch später alles machen. Ich habe jetzt keine Lust, hier noch Zeit weiter zu verbuseln. Wir werden uns jetzt gleich die Eier zum Frühstück reinziehen. Das gibt ordentlich Ausdauer. Und dann werden wir mit dem Eisenspeer den Teufel bekämpfen. Der hat natürlich, ich hoffe, dass ich den irgendwie Richtung Wasser kiten kann, so dass wir praktisch nicht das Problem haben, dass wenn wir brennen, die ganze Zeit Schaden nehmen. Ne? Und wir brauchen unbedingt ein anderes Fahrzeug. Das wäre echt eine gute Nummer, aber da fehlt uns noch jede Menge Kohle zu. So, hier dieser wellige Boden, der ist ja ein Bereich, wo Erze spawnen können. Das war auch neben am Haus der Fall, das hätten wir eigentlich stehen lassen müssen. Da ist El Croco. Hey, der Fluss ist ganz schön gerade hier hoch, oder? Mir noch gar nicht aufgefallen, dass der Fluss so gerade durchgeht. Hä? Das ist Mittelstück. Ja. Selten hier lang gegangen. Hier sind auf jeden Fall die Krokus am Start. Und der Wind weht. War da nicht was mit Windwehen? Irgendwie Windwehen kommt... Nee, war bei Regen, ne? Regen und Sturm, dann kommt Ted Lasso vorbei. Nee, Ted Sally heißt er. Der Händler mit dem Eimer auf dem Kopf. Achso, wie weit sind wir denn entfernt? Hm, wir müssen noch über 2 Inseln drüber. Das ist die eine kleine Mini-Insel. Und von Piranhas gefressen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob das jetzt was wird wie mit dem Alpha-Kroko? Das war ja auch so eine Nummer, ne? So, war der jetzt hier auf der Insel? Oder? Ne, noch eins weiter. Ah, hier war ich vorhin übrigens unterwegs. Da habe ich ja den Funkturm da hinten gefunden. Da ist er schon. Da schläft er doch. Ich sehe noch schon das Riesending. Okay, jetzt Wasser in den Nähe. Das ist gut. Das heißt, ich gehe links an den Strand, um dann zur Not ins Wasser hüpfen zu können. So. Andale. So haben wir nicht geplant. Komm her. Komm. Wow. Was kann der denn hier alles? Frohes Neues. Oh, fuck. Zu spät gesprungen. Ab ins Wasser. Und mein Speer erstmal wiederholen. Habe ich den Sanddollar da in der Hand? Nicht dein Ernst. Oh, oh, fuck. Das war nicht im Sinne des Erfinders. So, wir hinten am Strand. So, jetzt. Kommen Sie, kommen Sie. Du regenerierst dich jetzt aber nicht von deiner Energie, oder? Nicht, dass der sich jetzt wieder von seinem Leben regeneriert. Jetzt haben wir auch den Speer wieder auf der 1. Kommst du runter oder nicht? Kommst du runter? Au! Der muss nicht runterkommen. Aua! Ich brenne. Was ist denn mit dem? Hängt er da oben fest? Komm her.
Komm doch. Komm doch. Ah, jetzt kommt er. Nice. Oh. Oh. Gib mir mein Speer wieder. Der hapst aber auch ganz ordentlich, ne? Bum bum. Oder Granatwerfer. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Komm her. Wir machen mal ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen, wie bei dem Alpha-Kroko. Komm hier mal an den Strand runter. Komm mal mit. Komm an den Strand. Komm, Diggi. Komm runter. Ja, komm. Komm. Kann man ja richtig rumkiten, ne? Au! Oh, das war nicht im Sinne des Erfinders. Hat er mich doch noch erwischt. Oh, da oben sind noch Flaschenputzer. Komm. Ich brauch doch ein bisschen Leben. Komm nochmal her. Komm. Ach, ich glaube, das mit den Kanten ist doof. Doch, er kriegt's hin. Komm. Uiuiui. Ja, ich hätte mir irgendwas, was mir Leben gibt, noch holen sollen. Habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, dass ich da einen Trank einpacken sollte. Jetzt hat er mich erwischt. Ich brenne. Ich brenne. Nicht sterben. Geh weg. Wir müssen leider noch ein bisschen kiten, weil ich habe mir leider wieder nicht nachgedacht und bin hier einfach so losgezogen. Ich habe nicht drüber nachgedacht, was ich hätte einpacken sollen. Naja. Es wird langsam sauber, weil ich ihn die ganze Zeit hin und her... Hör doch mal auf zu beißen. Das ist unentspannt. Uiuiuiui. Du hast es gewollt. Naja, dreimal Premium-Fleisch und meine Quest erledigt. Zur Belohnung nehme ich die Äpfel mit. Weil ich immer alles so knapp machen muss, ne? Immer alles so knapp. Der war krank. Also, bevor jetzt hier Amnesty Dinkum hier vorbeikommt, der war natürlich krank. So, ich reise jetzt mal nach Hause. Aber die Rückreise erspare ich euch jetzt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Home sweet home. Ich hab's geschafft. So, wo ist Fletch? Wir geben unsere Quest ab. Fletch, ich hab den Teufel erledigt. Ist das überhaupt? Kann ich das bei ihr machen? War doch ihre Aufgabe, oder?
I did that thing. Ich habe dieses Ding habe ich für dich gemacht. Das ist ja wie Serendipity. Ich habe den Bush Devil getötet. 33. Nice. Nur weil wir Synapsia sicher gemacht haben. Cool. Wir haben, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, haben wir 195. Moment. Er hat sie nicht von 200 gesagt? Haben die schon so viel abbezahlt, meine Bewohner? Dann donatieren wir heute 125. 125 ist eine gute Summe. 125, 7, 31. Da rasselt's. So, habe ich gerne gemacht. Hatten wir eigentlich schon Aufgaben ausgetauscht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Hatten wir schon hier... Die, jetzt ist die Frage, gibt... Ach komm, wie viel soll es kosten? I5, komm, gib mir die schwarze irgendwas. Wir müssen ja unsere Beziehungen verbessern und von daher... Ich mache später ein Klamotten-Imperium auf. So, ich habe hier eine zweite Kiste hingestellt, denn meine Klamottenkiste war schon relativ voll. So, beim nächsten Mal, Herr Sturz, nehmen Sie mal ein bisschen besseres Essen mit. Die Regie hat auch schon gemeckert. So geht das nicht. So, das haben wir erledigt. Was haben wir noch für Tagesaufgaben hier? Alpha Jacoro. Was denn der Jacoro? Also wir haben den Alpha Kroko haben wir schon gemacht. Den Bush Devil haben wir schon gemacht. Und wer ist Jacoro? Ein Känguru oder sowas, wa? Und was will er will traden? I'm willing to trade to another clothing. Machen wir. Das können wir relativ schnell abschließen. Jetzt muss ich nur überlegen. Ich nehme hier einfach das, was ich doppelt habe. So. Wer war das? John war das. Moin, John. Können wir gleich mal über deine Aufgaben sprechen. Yes, I want to trade. Ich habe hier für dich ein paar schöne grüne Hosen. Einen blauen Beanie. So, hast du eine Aufgabe noch für mich? Red Cuff Pants. Oh ne. Wie viel denn? 4000. Nee. Sorry, John. 3 Herzchen haben wir schon bei John. Das ist doch super. Das freut mich sehr. So, wir waren ja eigentlich in dieser Folge, waren wir am Bauen, ne? Wir waren... ja. So. Also, was wir als erstes machen, ist jetzt mal diesen Baum entfernen. Dann holen wir... Na gut, ich kann noch das Holz direkt mitnehmen. Dann holen wir den Weg. Ich hoffe, wir haben noch genügend Weg. Wenn nicht, müssen wir welchen herstellen. Haben wir noch Wege übrig? Ganz schön windig. Ja, hier haben wir Brick Path. Ich hoffe, der langt. So. So, nehmen wir hier noch 2 breit. So, und in die Richtung geht das dann irgendwann mal weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich hier gegenüber noch was mache. Je nachdem, wie viel Platz wir hier verbrauchen. So, ne? Haben wir es schon mal angedeutet. So, dann hat Range auf jeden Fall schon mal einen Weg. Das ist gut. Oh. Hat sich noch niemand um die Kühner gekümmert? Okay, wir werden komplett den Zaun ersetzen. Das heißt, wir müssen jetzt jede Menge neuen Zaun herstellen und Gartentürchen.
Das heißt, ich brauche aber bis zur nächsten Folge brauche ich auch noch mehr Palmholz. Weil das wird nicht... Nein. Das machen wir gleich, wenn das Feld steht. So. Moinsen. Ich habe euch noch gar nicht begrüßt. Jetzt war ich direkt hier Teufel jagen. Gib mir mal... Lass mich nicht petten. Gib mir das Ei. Da ist es. Wen habe ich jetzt gepettet und nicht... Ach genau, es kam der Tipp, ich kann meine Tiere auch petten, indem ich Musik spiele. Wo habe ich denn die Gitarre hin? Ich glaube, hier habe ich die Gitarre hin. So. Hühner, hört mal zu, ich habe einen Song für euch. Ihr Hühner, lebt so gut in diesem Stall. Ohne Knall und Fall, mit Futter, geht's euch gut. Ich glaube, die fanden es gut. Mal gucken, ob sie es gut fanden. Ja. Oh, was? Wer wurde nicht gepettet? Hühnchen, kommt zusammen. Ich hab euch was zu erzählen. Es reimt sich nicht, ich höre auf. Los! Das sind meine Fans. So, wenn wir damit die Hühnchen glücklich machen können, dann machen wir das doch so. Sehr schön. Hühnchen sind gepettet. Wunderbar. Was haben wir noch nicht? Es ist schon Feierabend. Das heißt, ich könnte jetzt nur noch die Aufgaben für die Bewohner machen. Und ich glaube, ich war bei ihm noch nicht drin hier. Und gießen müssen wir noch, genau. Moinsen Theodor. Hast du noch was für mich? Common Blue Tail. Nee, so angeln habe ich echt keinen Bock drauf. Ich weiß, dass wir noch, dass wir fürs Museum noch auf jeden Fall noch Tiere, Fische brauchen, vor allem insbesondere. Ich glaube, ich brauche einen Sprenkler. Wenn ich jetzt hier jedes Mal so ein Riesenfeld bewässern muss, dann wird es echt, dann nutze ich die Gießkanne aber auch schnell ab. So. Bananen sind noch reif, habe ich gerade gesehen. Gut, das haben wir auch erledigt. Wir haben getradet. Den Alpha haben wir noch nicht. Was ist das hier? Cooking Summon? Ja, Milch haben wir auch nicht. Okay. Gut. Dann wollten wir Zaun machen. Oder? Zaun wollten wir machen. Dazu brauchen wir Palmen. Brauchen wir Nägel, von denen wir nicht mehr allzu viele haben. Das bedeutet, wir müssen noch welche herstellen. Ah, die Windmühle können wir jetzt machen. Die sollten wir auch mal herstellen, ne? So, dann hätten wir gerne Palmwurzzaun. Das ist nämlich der schöne helle hier. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. Oh, das langt nicht. Und wir brauchen, die Hühnchen brauchen kein Tor. Oder brauchen die Hühnchen auch ein Tor? Das ist eine gute Frage, ne? Gut, wir machen nur drei Tore. Und now we are out of Palmwood. Ja. Okay, das langt aber erstmal für die ersten Schritte. So, das ist das Tor, das ist der Zaun. So, meine Idee war jetzt, dass wir hinten das machen. Kann man den nicht ersetzen? Geht das? Nee, muss ich alles noch abreißen. Uff. Das geht ja zum Glück relativ schnell. Dann würde ich sagen, bleiben die Hühnchen erstmal in diesem Bereich drin und die den Garten machen wir hinten separat. Ja.
Das ist ja sonst ein bisschen blöd, wenn ich jetzt die ganzen Hühnchen dann noch entlasse. Also, dann muss ich wieder einfangen und... So. Ach, das geht, die kann man verbinden. Wie scheiße sieht das denn bitte aus? Nein. Okay. Die schlafen ja sowieso gerade. Das kriegen die ja gar nicht mit. Das sieht zwar hier vorne ein bisschen komisch aus, aber... Ja. Wow. Wow, Sturz. Geil. Gut, ich lege den Garten an. Wir machen am nächsten Tag machen wir hier das mit dem Bepflanzen. Ne? Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn ich hier die Umzäunung so ein bisschen gesetzt habe. Dann pflanzen wir noch an, dann machen wir das Ganze noch ein bisschen hübsch. Wir haben noch viel zu tun. Also, bis zur nächsten Folge. Sagen ich und mein Zaun. Mein Zaun und ich. So viel Zeit muss sein. Bis dahin.